ewigen Reichweite. Au, es ist heiß, es ist heiß. Hallo, ich drück R, nicht Angriff. Oh, es ist nichts mehr da. Na dann, der nächste tut. Man kann sagen, wir leben noch. Wie konnte das passieren? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viel er hat. Ich glaube, er ist bei 2/3. Okay, ich versuche jetzt mal rauszufinden, was da hinten ist. Ah, das ist ein Teleporter und eine Truhe. Okay. Wir werden später nochmal zu ihm kommen. Lässt sich jetzt nicht einsetzen. Alles klar. Dann muss ich nochmal ganz kurz auf Anfangsposition zurückgehen, wollte ich gerade sagen. Hallo? Die Meldung könnte mal weggehen. Da könnte die nämlich auch was anderes tun, als diese Meldung lesen. Sieht halt hier nichts. Wenn die Gegner 50 mal größer sind, sieht man nicht wirklich was. Wir haben immerhin schon innerhalb der Truhe, das ist doch schon mal was. Ja, da komme ich da nicht raus, wenn ich da nicht in Deckung bin. Weil in dem Moment, wo ich aufstehe, bin ich außerhalb der Pain-Dings und dann, ja, bin ich tot. Wo ist denn der da? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dagegen ankomme. Zumindest nicht mit einem vertretbaren Maß an Aufwand. Und ich bin jetzt nicht bereit dafür, 12.000.000 Male zu sterben. Und euch immer wieder das Gleiche zu zeigen. Aber hier woanders hinkommen tun wir auch nicht. Kann ich hier irgendwohin porten? Wo war es? Die Stelle da unten. Ja. Dann reisen wir wieder zurück und holen uns das andere Ding. Hier ist nämlich Glocki. Glocki, das fröhliche Glockentier.
Nachricht gerufen. Hier ist nämlich noch ein Briefenfragment. Und noch eins. Okay. Habe ich den Kram hier nicht schon eingesammelt? Okay, die da unten haben das mitbekommen. Dann können wir hier rüber gehen. Da ist nämlich noch aus dem Landkraken und da in der Mitte ist dieser blöde Käfer. Wahrscheinlich müssen wir einfach die Kraken ja ignorieren. Okay. Das hilft nichts. Ich habe ihn trotzdem nicht getroffen. Ja, komm, krieg dich ab. Ich hab doch nur deine Kleinen getötet. Ist doch normal. Ach komm. Das war, glaube ich, eh nur so ein Lebenstrankregenerator, von daher. Nein, Flieger ist blöd. Ja, sag ich doch, ist blöd. Gut, dass du den Fokus direkt darauf setzt. Na komm. Komm, ich würde gerne den Flieger wegnehmen, bevor er mich zu Tode nervt. Ich hatte keinen Schaden von vorne. Das ist ja gemein. Ja, komm. Markieren. Okay, dann können wir den hier jetzt mal wegmachen. Markierung da. Den da lassen wir. Da müssen wir noch hin. Bei der Glocke im Spiel habe ich direkt einen Hellspells-Ohrwurm. Na dann. Ah genau, da hatten wir diesen Zauberer. Hatten wir die eigentlich schon durch? Ich weiß es nicht. Ah, da war nochmal ein Siegelgefängnis. Da war ein Drache, da war noch mal so ein Käfer. Da war noch irgendwo so ein Käfer, den wir noch nicht hatten. Den Brunnen an der Einsel, den haben wir auch noch nicht. Da war diese Schildkröte. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu tun. So ist nicht. Niedere Erdbaum. Genau, da war noch einer der Erdbaum. Avatare, was hier hinten ist, weiß ich noch nicht, weil ich da noch nicht war. Wo wollen wir denn hin? Ich glaube, ich versuch's mal mit dem Ding. Kann ich hier gerade reisen? Habe ich noch irgendwas, was ich umnieten sollte?
Komm, wenn wir schon dabei sind. Sollte ich nicht aus dem Spiel raus tabben. So. Ich bin nämlich die ganze Zeit, warum funktioniert das mit dem Fokus nicht? Und da wäre noch was, was ich mitnehmen könnte. Ein Streifen weißes Fleisch ist ganz wichtig oder so. Gut. Ich weiß noch, bei dem kanarischen Lehrsaal, der war nervig. Also werden wir uns da jetzt auch durchnerven. Ach ja, hier rennen diese komischen Dinger rum, von denen ich mal noch nicht weiß, wie man sie tötet. Der große Bewacher ist der... Nein, der ist nicht da. Es stimmt, den großen Bewacher haben wir schon getötet. Folgedessen ist er wohl nicht mehr da. Ist hier drunter noch was? Nein. Na, ihr Klein? Ihr Kenko-Schörnchen? Oh, guck mal. A, wie oft sterben wir hier? Und B, wo kommen wir hier hin? Ich fühle mich auf jeden Fall sehr tief. Haha, eine tiefgründige Expedition startet hier. Was seid ihr? Einzel. Ja, du bist Dieb. Ich bin sowas von Helmsklamm. Also die Anzahl Schatztruhen stimmen schon mal. Die Anzahl Königinnenameisen auch. Erstmal die Gegend erkunden, die man nicht rennt. Ja, hat sich gelohnt. Das gute Magiefett. Hell der? Kennst du nicht, ist Cousin dritten Grades, der Hund von der Freundin, von der Schwester vom Schmetterling zweiten Grades verwandt. Ja, genau, der. Okay, Lärm interessiert sie auch nicht. Ich würde sie gerne einzeln anlocken. Na, zwei für den Anfang reichen auch schon mal. Okay, sie sind auf jeden Fall blind. Reagieren also auf... auf andere Reize. Was aber nicht bedeutet, dass ich sie unbedingt im großen Dutzend haben muss. Der. Ja, genau. Sag ich doch. Ja, dann kommt eine von denen schon nochmal. Genau, deswegen muss ich euch nicht im großen Dutzend haben.
Wieso habe ich nur das Gefühl, dass wir uns jetzt in einen Ameisenhort verirren? Wo jederzeit irgendwelche Ameisen runterfallen. Ein Gnadenimitator, auch sehr gut. Ja, genau deswegen habe ich das Gefühl. Aber sie sehen gut aus. Jetzt erstmal nicht den Weg, den ich geplant hätte. Hast du mich gerade versucht anzuspucken? Schmiedestein ist sehr schön. Okay, genau deswegen. Dachte mir schon, an einer der Ecke, ein Dinger endet's und das ist nicht da, wo die Schätze sind. Wo kommst du denn her? Ich habe euch doch auf der Ecke gerade alle getötet. Ich dachte schon, dass irgendwann mal so eine Stelle kommt. Ich hätte jetzt mit mehr Ameisen gerechnet, die von der Decke fallen, aber das kann ja noch kommen. Genau, Knack ist genau das Geräusch, was Ameisen hören wollen. Na toll, zwei Möglichkeiten. Weggabelungen sind immer die beste Variante, um jemanden in die Irre zu führen. Ha. Na, was das hier wohl ist. Vielleicht nicht der Weg, wo ich jetzt als erstes hin will. Zu Ihrer Majestät, der Königin, möchte ich nicht sofort. Ich glaube, die Tierchen sind ein wenig hungrig. Okay.